Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Atelier Riser, Ever Darkness, unser Secret Hideout. Ich habe es gerade ausgesprochen, deswegen wusste ich, was ich sagen muss. Wir gehen zum... Was ist denn das? Kann ich hier Wasser holen? Ja! Mehr Wasser! Kann ich hier auch aufhören? Das kann ein bisschen dauern. Ich werde hier zum Beispiel 100 Stück aufwenden, nix Schmarre. Und hör auf, dich zu beschweren, Riser. Warte mal, wir gehen. Ich habe immer diesen Drang loszulaufen, obwohl ich doch eigentlich diese dämlichen Schilder benutzen kann. Verdammt. Einerseits gibt es hier auch viel zum Einsammeln, ne? Sun Honey Flower. Da hinten ist noch ein Schild. Wer zur Hölle bist denn du? Du weißt, dass es gefährlich ist, ne? There used to be a lot more water all over the island. Sie brauchen sehr viel Wasser auf der ganzen Insel. Das ist deswegen sind die Kanäle überall. Okay. Machen wir so. Rasendistrict. Nee. Bodendistrict waren die, glaube ich, ne? Turkurkenport, Freshers Shop, Old Town. Water Foundation. Da war es, glaube ich, in der Nähe, ne? Ja, genau. Wir wollen ja zu den anderen zwei. Zur Layla und zum... Verdammt, wie hat er geheißen? Element? Element? Ja, ich bin so... Was bist du für einer? Kann ich deine Sachen klauen? Alter! Oh, nee. Hä? Das ist die falsche Fontäne, ihr Penner. Doch da hinten. Nein, er kommt nicht weiter. Oh Gott, ich muss außen rumlaufen. Weil da hinten ist die blaue Tür. Warum wird die mir nicht angezeigt? Sandstein. Waren die nicht gerade woanders? Egal. Ah, genau, hier sind wir ja. Oh, hier wächst ein Haufen Zeug. Oh, warte, ich hab... Oh, shit. Dried Lumber. Getrocknetes Holz. So, Empel. Empel hat er geheißen. Empel, könntest du mir mit der Alchemie eine... Kann man mit Alchemie eine Sichel machen? Eine Sichel? Wofür brauchst du eine Sichel? Meine Mama möchte, dass ich auf der Farm helfe, so. Warum kaufst du nicht eine? Warum? Obwohl, obwohl, das wäre eine gute Chance, dir einen kleinen Alchemie-Trick zu zeigen. Ein Trick? Ich glaube nicht, dass du schon bereit bist, deine eigenen Rezepte zu machen, aber du könntest welche modifizieren, die schon existieren. Rezepte modifizieren? Du meinst, genauso wie welche von den Rezepten zu nehmen, die du mir gegeben hast, und welche etwas stärker zu machen? Ja, so dewa nai. Renkinjutsu no kairyou to wa mattaku kotonaru dōgu o umidasu koto da. Nein, nein, nicht... Not quite, also nicht mal annähern. In Alchemie modifizieren ist ein Weg, um etwas total Neues zu erschaffen. Offiziell ist es ein Rezeptmorph. Learning Recepts. Der erste Schritt, um zu synthetisieren, ist ein Rezept lernen. Und ein wichtiger Aspekt über Rezepte ist Rezeptmorph. Which occurs via synthesizes. If you fulfill the recept morph conditions of a material loop during synthesis, you can create a new. Also wenn man einen Rezept morph anwendet in einem Material Loop durch Synthese, kann man ein neues Rezept kreieren. Und dazu braucht man andere Gegenstände außerhalb des Rezepts. Also das heißt, wenn man normalerweise für Hefe oder für Mehl Ding benutzt, Weizen oder irgend so ein Scheiß, dann
so braucht man halt noch andere Sachen. Also Return Parts of the Former Design. Okay, also mit den Hauptzutaten wird auch ein neues Ding dann raus. Ich bin beschissen, das zu erklären, sorry, also die Tutorials sind bei mir totaler Bullshit, was ich hier gerade laber. Weil ich das selber schwer habe, das zu übersetzen, weil da halt komplett andere Dinger mit reinkaut werden. Ah, okay, also wenn ein Rezeptmorph möglich ist, werden die Gegenstände mit angezeigt. Wenn man das sieht, sollte man herausfinden, welche Materialien man braucht und, was das neue Rezept ist. Ah, die Basisrezepte für Rezeptmorphs findet man gewöhnlich in Büchern, was man in Shops und so kaufen kann. Auch, die können auch gefunden werden in Schatztruhen oder in der Story kann man sie auch bekommen. Also Augen offen halten. Kusakari-gama wa kono hon ni kaite aru ingot ni ookina hone o kuwaeru koto de tsukureru you ni naru. Ah. Wenn man dieses Buch benutzt, kann man eine Sense beim Kombinieren von Ingot und einen großen Knochen. Die meisten großen Knochen bekommt man von großen Tiertypenmonstern. Okay, das ist also Rezept. Danke, Ampel. Ich werde gleich mal einen Versuch starten. Oder ich werde sie. Kann ich hier eigentlich auch was machen? Nee. Angeber mit deinem komischen Topf da. Meiner ist auch cool, aber kleiner. Ich komme nicht hier auf die Größe. Also jedes Mal, wenn irgendwas ist, ist das Zeug wieder da, oder was? Ein bisschen OP, oder? Aber ich meine, gut, man braucht zu viel Mist hier. Gehen wir einfach mal der blauen Tür nach, hätte ich gesagt. Vielleicht kommt da noch irgendwas. Vor allem, ich würde gerne wieder neue Sachen entdecken. Wer weiß, wie viel Zeug das gibt in dem Spiel. Verdammt, ich habe jetzt schon Schiss davor. Wahrscheinlich hätte ich es mir auch sparen können und zurück. Fangen wir gar nicht an damit. Oh, hallo. Material refined. Oh Mann. Was ist das genau für refined? Refined. Refined. Raffiniert. Ach so, klein machen oder raffinieren halt, veredeln. Gelernt, wie man Ingot, Kleidung und Polish Powder macht. Ey, dann können wir unsere eigene Kleidung machen. Ja, Mann. Bomb. Der Ingot. Der Ingot. Wo ist jetzt hier eine Sense oder so? Qualität? Mit Eiszeugs, da können wir das dazugeben. Wir könnten aber hier noch ein Ingo dazugeben. Level up. Amatit Ore. Trades. Feuer will das Ding haben. Was ist das da? Punislayer. Oh, wir haben Ingot. Drei Stück Ingot haben wir bekommen. Sehr schön. Warte mal, was war denn das eine, was ich noch brauche? Stake Hammer. Handmade Staff. Wetterous Sword. Ah. Jetzt kann ich noch einen Start machen, das ganze Zeug. Clove können wir auch machen. Dass wir eher Wind mit dazu haben. Und da dann jetzt Eis. Ah, da haben wir noch sowas. Hier sollten wir noch ein Netz mit dazu schmeißen. Ach, man kann maximal 3 Curse of Speed. Attack Charge. Oh mein Gott, so. Dekta!
Und wir haben 3 Stück Kleidung. Oder Stoff, Cloth ist Stoff. Gurken Fruit brauchen wir, oder Rainbow Grape. Noble Tunic können wir machen. Das hat bloß changed. Reaper Skull. Wir brauchen erstmal einen Stoff, ne? Warte mal, ich kann doch auch schlafen, ne? Morning. Das erste Mal, dass wir schlafen in dem Spiel, oder? 5 Uhr morgens, Alter. Wir stehen um 5 Uhr morgens auf, ey. Niemand. Niemand steht um 5 Uhr morgens auf. Und wenn er doch sagt, er steht um 5 Uhr morgens auf, der lügt. Oder wenn er gerne um 5 Uhr morgens aufsteht. Nein, natürlich nicht. So, wir müssen zurück zur Insel. Crooked Port. Ne, warte mal, wo war jetzt das Triple? Rasendistrict. Music Cove. Nein, Desert Port. Deserted Port. Also verwahrloste Anlegestelle wahrscheinlich. Oder verlassene Anlegestelle. Warte mal, die Kiste ist wieder da. Amatit Ore. Wir nehmen schnell mal das Zeug, was unterwegs ist, mit und dann schauen wir, dass wir weiterkommen. Aber wir brauchen großen Knochen. Jetzt ist bloß die Frage, wo findet man große Viecher? Ich meine, das einzige große Viech in der Umgebung ist ja das da vorne. Achso, ja, Swing. Schon, ob der uns was gibt. Hau drauf, Alter. So, der ist hin. Taktiklevel hoch. Ganz schön ab, ne? Oh, Turtlelance. Alter. Red Drop. Hopp, komm, großer Knochen, du. Da, großer Knochen. Use a core item in battle, wenn du Eiser ruhst. Achso, 10-mal. Ach, und der soll das auch 10-mal benutzen. Und nach Hause. Jetzt können wir die blöde Sense machen. Was ist da, Ingot? Eins müssen wir noch dazu tun, dann wird es unten freigeschalten. Nummer 2. Skill Charge. Ah, okay, da können wir es schneller machen unten. Und wir steigen noch ein Alchemie-Level hoch. Ich will mir noch überlegen, wie kann ich jetzt das verdammte Handmade Staff, Kurkensweat. Das kann ich jetzt machen. Ich bin gerade noch am überlegen, wie konnte ich ein... Polierpuder, ne? Sand? Wenn wir 2 hinzufügen, dann steigt es ein Level auf. Die
Qualität wird sich ändern. Was haben wir hier? Jetzt Level up. Polish Powder. Fünf Einheiten Polierpuder. Gemstone. Perle. Mal. Wie kann ich das dann machen? Ich bin jetzt gerade ein bisschen... Knochen. Bei dem Hammer vielleicht? Ich bin gerade verwirrt. Im Schwert? Ach Gott, das sehe ich hier unten. Pearl Crystal. Colossal Edge, Clarimacy, Chain West. Rose Bomb. Hä? Habe ich das Rezept noch gar nicht? Ich glaube, wir müssen mal einkaufen gehen. Aber habe ich denn die Sense vorher noch irgendwo gesehen? Amble teaches the rise about services, which is quickly decided to try out. Synthesiere ein Ingot to activate recipient morph and create an. Ach so. Ja, hä? Ich bin gerade ein bisschen doof, glaube ich. Also, ich muss das Ingot machen. Gott, da ist es doch, Reaper Skies. Aber wo ist die? Nee, das bringt gar nichts. Ach, ich kann oben mit Start immer so die Synthese gleich starten. Level up. Crimson Ore. Das will auch Feuer haben. Eins. Hä? Ach Gott, da, Large Bone. Ach, ich bin so doof, ey. Einmal so. Nein. Einmal komplett. Ups. Ach, jetzt komme ich langsam dahinter. Ja, sorry. Level 1 dafür. Dann hauen wir hier die Muschel rein, damit wir Wasser mit dazu bekommen. Da brauchen wir dann nochmal ein Feuer. Ich habe kein Feuerding. Aber ich kann es freischalten. Sehr schön. Okay, wir hatten Knochen ja eh schon. Und Rezeptmorph. What the fuck? Und eine Reaper-Sichel. Aber mal ernsthaft, ich mache eine normale Sichel und dann heißt sie gleich mal Reaper-Sichel. Oder Sensenmann-Sichel. Der Rezeptmorph, den Ampel mir gezeigt hat, hat wirklich funktioniert. Oder der Rezepttrick mit einem Rezeptmorph hat wirklich funktioniert. Jetzt muss ich nur noch herausfinden. Jetzt muss ich nur noch. Knack. Warte mal, das will ich genau wissen. Knack. Four.
Süß. Knack dafür. I might just have a knack for this. Ich habe einen Knick dafür? Irgendwie komisch, keine Ahnung. Ich denke, ich kann alle möglichen Dinge für die Zeug. Get to have my hands on all kinds of stuff. Ich kann bestimmt alle Dinge. Achso, sie kann damit bestimmt viele Sachen herbekommen und die sie für die Farm gebrauchen kann. Ich sollte versuchen, das auszuweiten und my alchemy scope. Scope ist ja schauen. Ah, Umfang. Ich sollte meinen Umfang erweitern und alle möglichen unglaublichen Dinge machen. Gathering Tools. Rüste spezielle Tools aus, damit man mehr Material im Feld finden kann. You only have your staff at first, but you discover... Ah ja, okay, man findet halt immer wieder neue Tools. Ah, mit L1 kann man zwischen denen wechseln. So kann man halt verschiedene Materialien... Jetzt werden dann auch wieder neue Materialien eröffnet. Oder man kann neue Materialien benutzen. Na Alter, los geht's! Wir können noch mit... L1, ne? Achso, ich muss die wahrscheinlich erst equippen. Hä? Ja! Jetzt ist es noch der Stab. Ja, was sollte ich nicht? Ah ja, das ist ja wieder der Honig. Ach halt, warte, da unten soll ich entlang. Ist das Feld von ihrem Vater da unten? Weil eigentlich ist ja da oben lauter Zeug. Use the size to harvest corrigan fruit and give it last 5 to Carl. Okay, dann gehen wir doch jetzt mal corrigan fruit ernten. Gurkenfrüchte. Bleibt doch nicht hängen. Das ist blöd, wenn man nicht weiß, wo man hin muss, ne? Dann kann man diese Schnellreise-Dinger gar nicht benutzen. Oder wird es angezeigt? Nein. Hätte mich jetzt auch gewundert. Gilded Farm oder Secured Farm. Achso, das ist extra da unten. Oder was? Ah, da. Daddy. Hä? L1 war doch. Ach, da ist die Sichel. Die muss ich erst rausnehmen, oder was? Muss ich erst mit ihm reden? Alright, Sir. Bist du hier, um mir zu helfen? Mit der Ernte zu helfen? Ich habe keine Dinge, um sie zu... Hä? Ich habe doch so eine verdammte Sense. Warum kann ich die jetzt nicht benutzen? Warte mal. Wird die als Waffe angezeigt? Nee. Gathering Tools. Ich bin gerade überfragt. Hä? Show Manual. Hä? Nein, geh weg. Cut. Reaper Size, Level 4. Hä?
Ich weiß gerade nicht, was abgeht. Ich hab doch die Sense gemacht. Something complete. I should be learn to craft tools. You can also tap. Yeah, L1. Equipping specialized tools will let you gather. Okay, wir müssen eh zur Farm. Das heißt, wir gehen nochmal zurück. Ach Gott, du wirst mich verarschen. Warum kann ich die mal alle erst daheim auslösen? Das ist doch ein Witz, Mann. Eieiei. Weißt du, die hat doch eh alles dabei. Na, aber jetzt müssen wir wenigstens zu der dämlichen Farm kommen. In der Nähe von dem Feld. Oh. Ich dachte, damit ist das Feld gemein. Na gut, scheinbar nicht. Daddy. Ah, so können wir einfach durchswitchen, sehr schön. Yeah, Gurkenfrüchte, alles meins. So macht das Farmen doch Spaß. Bin ich jetzt fertig? Hä? Ich hab die gar nicht erwischt, oder was? Oder kann ich manche mehrfach ernten? Kann ich den Scheiß auch ernten? Oh Mann. Oh. Ah, ja, genau. 5 kriegst du, den Rest behalte ich. Alles meins. Frisch vom Fett geklaut. Danke für deine Hilfe, Riser. Wenn du noch mehr hast, geh zurück und bring sie nach Hause. Oh, endlich fertig. Ich bin überrascht, dass du aushilfst. Normalerweise ignorierst du uns einfach, wenn wir fragen. Naja, ich würde aus meinem Zimmer gesperrt, wenn ich es nicht getan hätte. Was hast du gesagt? Nichts. Nichts dergleichen. Okay, du sollst nach Hause gehen, bevor es dunkel wird. Du weißt doch, wie deine Mutter, dass sich deine Mutter Sorgen macht. So, das ist deine Familienfarm. Es sieht so aus, wie wenn du deine Sichel machen konntest. Ampel, was tust du denn hier? Warst du besorgt um mich? Aktuell, ich hatte andere Erledigungen hier. Dich zu treffen war Zufall. Aber wenn ich schon hier bin und nachdem du es geschafft hast, die Sichel zu machen, hast du das verdient. Ist das ein neues Alchemiebuch? Es wird dir nicht möglich sein, alles darin zu machen, aber es hat viele Sammeltools. Mehr Werkzeuge würde ich andere Materialien sammeln lassen. Und würde ich auch in andere Bereiche vorstoßen lassen oder so. Neue Areale? Das heißt neue Abenteuer, hehe. Ich bin jetzt schon aufgeregt. Also, ich bin fertig mit dem, was ich hier tun wollte. Ich gehe. Danke, Ampel. Warte, ich dachte, der hat andere Erledigungen hier.
Egal. Ja, also hat er doch eher geschaut, ne? Ach, egal. Ab nach Hause. Was setzen wir da los? Was wollen wir? Reiser, los geht's. Gehen wo? Wir wollen Claudia sehen. Ich habe herausgefunden, wo sie sind. Wirklich? Wo ist sie? Nicht so weit von Ampel entfernt. Sie haben ein anderes Vacant House. Vacant, wartet. Haben wir gleich. Vacant. Vacant. Achso, ein anderes freies Haus in der Arena, ja, im Bereich. Also in der alten Stadt, hä? Ich hatte keine Idee, dass da so viele leere Häuser stehen. Okay, los geht's. Ich habe exakt herausgefunden, wo sie so sind. Also sollte es nicht schwer sein, sie zu finden. Let's los. Taking the first step 5, added to story. Sammelmethoden. Axt, Hammer und Bombrod? Bombenstab? Ach du Scheiße. Käfernetz und Angel. Das wird lustig. Das wird sehr lustig. Hammer. Bombrod, Fishing Rod, Bugnet. Die Axt brauchen wir auf jeden Fall. Und der Hammer, den Hammer bräuchten wir auch, ne? Gib mir den Hammer. Ezreal Stone. Torf Lock. Mystery. Ach so, jetzt wo wir sie entwickelt haben, ist sie da. Warte mal, wir können da auch eine Scythe Axe machen. Warte mal, geh mal drauf. Woodcutter's Axe. Large Bone. Polish Powder. Lumber. Na gut, aber an der Stelle bedanke mich jetzt erstmal bei euch fürs Zuschauen. Die Folge ist ja auch wieder länger geworden. Also ich dachte, dass dieses ganze Zusammensammeln, wieder schauen, was man machen kann und alles, das zieht schon echt hin. Also das, ich meine, wir haben im Spiel eigentlich noch fast nichts gemacht. Ein bisschen kämpfen, ein bisschen sammeln, ein bisschen Alchemie. Aber trotzdem, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns wohl wieder in der nächsten Folge von Atelier Riser. Macht's gut und Servus.